Janik Osee, herzlich willkommen zu Fans Fragen. Moin. Moin, hallo. Die Saison 2021-22 ist ja jetzt vorbei. Der SV Meppen steht jetzt zum Ende auf dem 12. Tabellenplatz mit 47 Punkten und im Torverhältnis von 47-60. Wie bewertest du die Saison insgesamt? Ja, ich denke, wenn man das vor der Saison sehen würde, dann ja, wäre man gar nicht so unzufrieden damit. Aber wenn man ja, sag mal, die Gegebenheiten der Runde betrachtet, dann mit einer super Hinrunde, die wir gespielt haben, dann mit einer ja, doch nicht so guten Rückrunde, wo man ehrlich sagen muss, schwingen so ein bisschen die negativen Stimmungen der Rückrunde natürlich mit. Aber nichtsdestotrotz haben wir die Klasse gehalten, was natürlich das vorrangige Ziel war. Genau, dann kommen wir schon zu den Fragen der Fans. Die erste ist von Henny 1848. Der blickt schon so ein bisschen in die Zukunft. Wo siehst du den SV Meppen in der nächsten Saison? Auf jeden Fall auf einem Nicht-Abstiegsplatz. Das ist die Basis und das Wichtigste hier für den Verein. Und ja, ich hoffe, dass wir auf jeden Fall aus einigen Fehlern, die wir vielleicht auch diese Saison gemacht haben, lernen können und dann vielleicht noch eine bessere Saison spielen können als diese Saison. Dann die nächste von Marvel Linho. Er schreibt selbst, er ist selbst Emsländer und lebt jetzt seit 5,5 Jahren in Kaiserslautern und fragt, was findest du im Emsland bzw. in der Pfalz besonders schön und was vermisst du jeweils in der anderen Region? Du kommst ja aus Kaiserslautern, deswegen genau. Passende Frage. Hier im Emsland ist relativ ruhig. Es kommt dann alles ein bisschen kleiner rüber, sage ich mal, als in Kaiserslautern, was jetzt auch keine Großstadt ist, aber ist relativ wenig Verkehr hier, das ist ganz angenehm, hat nicht viel Stress bei der Parkplatzsuche. Generell ist auch sehr ruhig in der Nachbarschaft und ja, ist ein familiäres Umfeld. Als Spieler, denke ich, kann man sich hier richtig gut auf Fußball konzentrieren und ja, wird nicht so stark abgelenkt, sage ich mal, als jetzt vielleicht bei dem einen oder anderen Verein, wo man dann doch vielleicht auch ein paar mehr Möglichkeiten hat. Und ja, in Kaiserslautern, was vermisse ich aus Kaiserslautern? Also der Dialekt, der Pfälzer Dialekt auf jeden Fall, freue ich mich immer wieder, wenn ich nach Hause komme, es einmal wieder zu hören. Ansonsten natürlich Freunde, Familie, meine Freundin, ja. Gibt es da so spezielle Orte, wo du sagst, boah, da wäre ich jetzt auch mal gerne im Emsland, wenn du in der Pfalz bist oder andersherum? Also es hat auf jeden Fall beide haben schöne Orte. Ich sag mal, hier gibt es richtig schöne Seen, wo man im Sommer auf jeden Fall ja, gut an den Strand legen kann oder auch gute Restaurants. Und bei mir in der Heimat natürlich, denke ich, einfach hauptsächlich die Zeit ja, mit der Freundin, mit den Freunden verbringen und ja. Wie bist du damals von einem ehemaligen Verein Pirmasens zum SV Meppen denn gekommen? Ging damals über meinen Berater. Der hatte hier schon zwei Spieler unter Vertrag. Der SV Meppen hat einen Spieler auf der Position gesucht und ja, mein Berater hat eben guten Kontakt gehabt hier zu dem Verein. Und ja, da hatte ich mich mit Christian und Mario damals getroffen. Hat vom ersten Moment an ein richtig gutes Gefühl und so kam es zustande. Was ist dein Ziel für die nächste Saison und wie motivierst du dich für mehr Spielzeit, was in dieser Saison leider nicht so ganz funktionieren konnte? Ja, also mein vorrangiges Ziel ist auf jeden Fall fit zu bleiben, was die Saison, ja, wie du schon angesprochen hast, leider nicht so der Fall war. Ich denke, wenn ich fit bleibe und ja, einfach auf dem Platz stehen kann, so, dann wird sich das alles auch fügen und ich sag mal, wird dann auch ein Stück weit von alleine kommen der Rest. Ich muss einfach aus den Dingen, die ich jetzt die widerfahren sind, vielleicht auch ein Stück weit lernen, alles versuchen, diese Verletzung zu vermeiden und ja, einfach fit bleiben und dann hoffentlich nächstes Jahr der Mannschaft mehr auf dem Feld helfen kann. Wieso lief die Rückrunde so viel schlechter als die Hinrunde? Das ist vielleicht ein bisschen harsch formuliert, aber wenn man auf die grobe Punkteanzahl an die Ausbeute guckt, kann man das ja tatsächlich so sagen. Was lief anders in der Rückrunde? Ja, also es ist nie so einfach zu sagen. Ansonsten wird man es ganz einfach abstellen. Ich muss sagen, dass man in der Hinrunde natürlich auch, ich sag mal, im Lauf war, da die Spiele teilweise auch ja so ausgegangen sind, wie man es nicht vermutet hätte. Wir sehr konsequent waren in der Chancenauswertung teilweise, da auch eine gewisse Euphorie mitgeschwappt ist. Ich sag mal, aus dem Erlebnis auch von der letzten Saison so eine Trotzhaltung, dass wir halt den Leuten zeigen wollten, dass wir in diese Liga gehören und auf jeden Fall auch eine gute Rolle spielen können. Und warum es dann in der Rückrunde nicht so gut gelaufen ist, das hat wahrscheinlich mehrere Gründe. Wir haben die Chancen nicht mehr so gut weggemacht, einfach nicht mehr so zu unserem Spiel gefunden und ja, dann kommt es halt leider auch mal so ein Negativlauf, wo dann mal die Sachen nicht mehr so klappen leider. Okay, dann etwas abseits davon, mal Blick auf dich und deine Freizeit gerichtet.
Spielst du in deiner Freizeit auch FIFA oder andere Videospiele? Grundsätzlich ja, aber habe ich jetzt ehrlich gesagt in den letzten Jahren nicht mehr so viel gemacht, immer mal wieder. Aber wenn, dann sind es eher so kürzere Phasen von 1-2 Wochen, wo man dann wieder mal an die Konsole geht und ein bisschen was zockt. Und dann sind es ja hauptsächlich FIFA oder Call of Duty, was ich dann spiele, ja. Ja, dann auch wahrscheinlich mit Freunden oder so. Genau, ja, genau. Mit den Jungs oder genau mit den Leuten aus der Heimat kommt man dann immerhin mal wieder in Kontakt mit denen und kann mit denen ja ein bisschen quatschen, so, das ist ganz schön. Ja, entspannt. Dann die letzte Frage schon von einem gewissen Hassan. Wer führte damals haushoch beim Liegestützwettbewerb? Ja, also war natürlich dann der Fragensteller Hassan. War eine coole Challenge, die wir in der letzten Saison gemacht haben. Und ja, haben wir uns jede Woche, wieder gebettelt und versucht, auf neue Höhen zu treiben. Und ja, Hassan hatte da die meisten Liegestütze in einer Minute. Ja, wie lief das ab? Was war so, jede Woche habt ihr euch dann getroffen, um so viele Liegestütze zu schaffen, wie es nur geht? Oder? Genau, das war hier im Aktivierungsraum, hatten wir jede Woche, ich glaube mittwochs oder donnerstags war es, eben die Challenge gemacht, dass jeder so viele Liegestütze machen kann, wie er kann in 60 Sekunden. Mhm. Und ja, ich glaube, Hassan hat mit über 70 oder so da vorne gelegt. Nicht schlecht. Wie, warst du weit entfernt oder? Nee, ich war, glaube ich, sogar an zweiter Stelle mit knapp über 60 so. Ach, ja, nicht schlecht. In Ordnung. Ja. Okay, dann kommen wir schon zu den Entweder-Oder-Fragen zum Schluss. Okay. Steigen wir ein. Yannick oder Sheriff? Ist mir relativ egal, ehrlich gesagt. Fußballer oder Polizist? Fußballer, wobei ich dazu sagen muss, dass mir ja, die Arbeit bei der Polizei auch mega Spaß gemacht hat und ich mich da auf jeden Fall auch in Zukunft ja, wieder sehen würde. Innenverteidiger oder Außenverteidiger? Auch eine schwierige Frage. Ich spiele beides gerne. Natürlich auch eine Floskel, ich spiele da, wo mich der Trainer aufstellt, aber sag mal, vielleicht habe ich noch ein bisschen mehr Potenzial in der Innenverteidigung als außen. Notgrätsche oder Gegentor? Notgrätsche. Stadt oder Land? Stadt. Tor erzielen oder Rettungstat auf der Linie? Tor erzielen. Hund oder Katze? Hund, ganz klar. Krafttraining oder Joggen? Beides. Liegestütze auf jeden Fall. Ne? Ja. Jogginghose oder Anzug? Jogginghose. Gefärbte Haare oder Naturhaarfarbe? Im Wechsel finde ich es ganz gut. Mal so, okay. Mal so. Alles klar, dann sind wir auch schon durch. Danke Perfekt. Dir. Perfekt, gerne. Ja.